In dieser Seminarreihe mit Doris Richter geht es um 26 Baumcharaktere und die Wirkung der jeweiligen Baumessenz. Es geht um das Seelenthema, das biologische und seelische Konfliktpotenzial, die geistige Entwicklung, Organbeziehung, neuronale Zuordnung im Gehirn und das praktische Anwenden der betreffenden Baumessenz. Der Ulmenbaum in der Baumheilkunde. Charaktermerkmal: Freundlichkeit als Geist, Sein oder Nichtsein. Tugend: Freundlichkeit. Ein Vortrag von Doris Richter, aufgezeichnet 2010 in der Schweiz. Ich möchte euch alle sehr, sehr herzlich begrüßen zu diesem wunderschönen Abend in Steinhausen. Auf diesem Teppich, wo wir schon lange, lange viel, viel über Bäume gesprochen haben und sehr viel über geistige Dinge erfahren haben, die sehr, sehr wichtig sind für unser menschliches Dasein. Heute Abend haben wir das Thema Ulme. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Wenn man sich nicht sehr konzentriert, wird man das Ganze unter Umständen als zu belastend empfinden, weil es geht um sehr viel Geistiges. Doch vielleicht, wenn man sich gleich am Anfang mal konzentriert, was Ruhe ist, haben wir diesen roten Faden, den wir halten, bis zum Schluss und können uns immer wieder vom Intellekt in diesen geistigen Flow hineinbewegen. Denn der Geist des Ulmenbaums ist nach unserem System der Geist der Ruhe. Und nach den alten mythologischen Bildern ist er der Baum der Trauer und des Todes. Und gerade im Moment, wo Trauer herrscht durch Tod, ist das absolute Schweigen und die absolute Kraft der Ruhe. Und so kann man verstehen, dass dieser Baum nicht ganz einfach ist zu verstehen. Denn wer von uns versteht schon wirklich, was es heißt, den Tod zu akzeptieren und nicht nur den Tod zu akzeptieren, sondern im Tod die Wandlung zum höchsten Geist zu machen. Nur wenige von uns können wirklich darüber berichten. Große Heilige und Mystiker versuchen das über Jahrtausende, uns das nahezubringen, dass wenn unsere physische Hülle langsam zerfällt durch den Strom der Zeit, dass das eigentlich bedeutet, den Geist der Verjüngung vorzubereiten. Aber weil wir eben die andere Seite sehen, diesen Zerfall in der Polarität, haben wir sehr, sehr viel Stress. Stress, ein modernes Wort. Eigentlich auch Frustration, dass die Zeit immer weitergeht und wir sie nicht anhalten können. Frustration auch deshalb, weil wir etwas halten wollen. Irgendein Muster vielleicht, eine Gewohnheit. Irgendetwas, was uns lieb geworden ist. Und gerade das, was uns lieb geworden ist, wollen wir halten. Es sagt schon das Wort lieb geworden ist. Das hat etwas zu tun mit unserem Herzen. Und wenn wir festhalten wollen und dennoch immer wieder weitergeben müssen oder abgeben müssen, kommt es zur Frustration, aber auch zur Verbitterung und zur Untermauerung von Strukturen. Und am Ende werden wir dann sehen, wenn der Zeitfluss gelaufen ist mit unseren Räumlichkeiten, mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Strukturen, dass das Halten eine schlechte Gewohnheit war. Ja, das ist ein tiefes Thema, aber so ernst, wie ich jetzt hier einsteige, werde ich natürlich nicht den ganzen Abend bleiben. Ich fange mal ganz harmlos an. Ich zeige euch einfach mal so ein schönes Blatt hier an diesem Bildschirm. Das erzählt jetzt genau vom Bild her, genau vom Gegenteil von dem, was ich eben erzählt habe. Es erzählt vom Frühling, vom Aufbrechen, von der Verjüngung. Ein Ulmenblatt ist wunderschön, wenn es gerade ganz jung ist. Es ist deshalb auch so besonders schön für uns, weil es so viel zeigt, was der Fluss des Lebens bedeutet. Es bedeutet nämlich jung sein, Dynamik, fließen, die Fähigkeit loszulassen. In diesem Blatt sehen wir all diese kleinen Adern noch so ganz deutlich. Und dadurch erkennen wir, dass die Grünkraft sehr, sehr stark zu tun hat mit dem geformten Wasser. Mit Wasser, was Materie für sich formt und durch das Licht in den verschiedenen Farben schön macht. Dieses junge Blatt zeigt es. Dieses Blatt, wenn es ausgewachsen ist und wirklich auch in ihrer ganzen Grünkraft, also in der ganzen Kraft des grünen Feldes, des Herzens des Baumes erstrahlt, dann ist dieses Blatt relativ rund und so ein bisschen unausgeglichen an den Spitzen. Manche Blätter zeigen fast wie drei Spitzen. Dann ist es sehr, sehr grün, auch ein bisschen haarig, ein bisschen harzig und so weiter.
Und dieses Blatt benutzen wir dann, indem wir es in eine Schale tun und sehen, dass das Licht der Sterne und das Licht der Sonne darauf kommen in Wasser und Alkohol. Ein paar Tage bei bestimmten gestirnten Himmel sehen wir das dann nach 3 Tagen als Tinktur wieder und können das dann als homöopathische Verschüttelung bzw. Verreibung als Essenz zu uns nehmen, sodass es zu einer Medizin wird. Natürlich sind die großen Bäume immer sehr interessant für uns Menschen. Einfach nur zum Schauen, zum Anschauen, zum Anfassen, sich unter diesen Baum setzen, einfach mal diese Stille spüren, die vielleicht Jahrhunderte schon steht. Ulmenbäume können mehrere Jahrhunderte groß werden. Und wir haben in dieser Zeit, in der wir heute leben, nicht mehr das große Vergnügen, denn es ist ein großes Vergnügen, unter einem alten Ulmenbaum zu sitzen, weil es so wenige nur noch von ihnen gibt. Weil so viele, viele Ulmenbäume sterben durch diese Krankheiten, von denen wir auch schon gehört haben. Es gibt so viele große Bäume, wir wissen gar nicht wie viele, wenn wir an den großen Urwald denken. Aber wir haben 25 große Vertreter von Bäumen dieser Welt ausgesucht in unserem Baumheilkundesystem. Und in diesem Baumrad sehen wir sie alle, 25 große Bäume. Sie fangen an mit der Kiefer, zur Tanne, zur Esche und dann über den Mammut und so weiter. 25 Vertreter. Sie haben alle mal 25 Heilmittel parat, denn sie alle haben diese Herzkraft draußen in ihren Blättern. Sie spiegeln das Zentrum ihrer Kraft in den Blättern wieder. Viele Blätter verändern sich ja auch durch die Jahreszeiten und fallen ab. Bis auf einige Ausnahmen, hier zum Beispiel die Kiefer, aber die fällt ja auch irgendwann in ihren Blättern ab. Ne? Aber ansonsten fallen die Blätter ab, so wie der Mensch auch sich erneuert in seiner Herzkraft und sich wieder regeneriert. In der Mitte in diesem Baumrad ist die Esche als großer Feuerbaum, als Urprinzip der ganzen Kraft des Feuers, des Lichtes. Und um diesen Baum herum sind eingeteilt in den Elementen die verschiedenen Vertreter der 25 großen Bäume. Wir befinden uns in unserer Ausbildung über die Bäume, die ja jetzt schon einige Jahre geht, im Ulmenbaum, jetzt schon an der 18. Stelle. Das heißt, wir haben schon 18 Bäume sehr tief verstanden und auch im Spiegel der Menschheit und den Genies analysiert, sowie auch als Heilmittel dann ganz verstanden. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Blätter der Bäume nach meiner Auffassung her das Herz des Baumes sind, aber das Herz, was sich nach außen in die Welt spiegelt. Und diese Blätter, tausende an großen Bäumen, die vibrieren eine ganze Jahreszeit im Frühling, im Sommer und fallen dann im Herbst und lassen den Baum dann wieder ganz nach innen gehen. Er ist immer innen, aber man sieht eben, dass er arbeitet im Inneren durch sein Erscheinungsbild, was wechselt durch die Jahreszeiten. Das Herz des Baumes ist auch gleichzeitig im Spiegel das Herz des Menschen. Und im Ulmenbaum geht es um das Herz des Menschen. Das Herz des Baumes ist also im Spiegel des Blattes und ist sterblicher Natur, genau wie der Mensch. Das Menschenherz ist sterblicher Natur, aber das Urherz, die Liebe, der Anschluss an das Große, das Ewige im Menschen, das ist natürlich nicht sterblicher Natur. Darüber wissen ja auch viele große Wesen zu berichten. Man nennt das Ganze Evolution oder auch im höheren Sinn Reinkarnation. Die Evolution des Menschen in seinem Körper, aber auch die Evolution der Botanik, der biologischen Erscheinungsbilder, der Bäume, das ist über Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrmillionen zurückgerechnet, entwickelt worden und es geschah alles durch die Kraft der Zeit. Zeit kann man überhaupt nicht sehen. Aber ich kann Zeit durch die Natur überlisten, damit sie zeigt, was sie macht. Und wenn ich Zeit in einen Baum stelle, dann sehe ich anhand der Jahreszeiten, dass etwas die Zeit mit den Formen macht. Hätte ich die Formen nicht, könnte ich die Zeit nicht beobachten. Scheinbar wünscht die Zeit, sich Form zu geben, damit sie wahrgenommen werden kann. Und in unseren Formen, in unseren menschlichen Gestalten, können wir auch sehen, wie die Zeit in uns wirkt, zum Beispiel an den Gesichtern, an der Art, wie wir denken, in der Art, wie wir ausstrahlen, wie wir Lebensfreude ausstrahlen
oder wie wir zum Schluss sogar manchmal auch Enttäuschung und Verbitterung ausstrahlen. Das können wir alles sehen. Und daran sehen wir, wie die Zeit an uns gearbeitet hat. Dasselbe können wir natürlich auch an einem Baum sehen. Wenn Zeit sich in einem Baum darstellt, dann halten wir das immer für etwas Besonderes, weil etwas Erhabenes rauskommt. Zum Beispiel ein großer Stamm, eine Riesenkrone, eine gewaltige Wurzel. Das ist etwas Erhabenes. Zeit selbst ist immer im Hintergrund. Niemand lobt die Zeit. Zeit, du bist großartig. Was hast du mit dieser Form gemacht? Wir loben die Form. Lieber Baum, wie hast du das all Jahrhunderte im Sturm überstanden? Und das ist schon interessant, wenn man sich mal da die Gedanken macht, wie muss sich Zeit eigentlich fühlen, wenn sie nie so anerkannt wird, wie das, was aus ihr geworden ist, was sie mit den Formen im Laufe der Zeit gemacht hat. Man könnte ja fast eifersüchtig werden als Zeit. Aber Zeit ist auch eifersüchtig und das zeigt sie auch ab und zu. Das nennen wir alles Evolution. Ja, und wenn wir in die Natur schauen, dann sind wir so unwahrscheinlich glücklich. Sehr häufig sind wir sehr glücklich, besonders in der jetzigen Zeit, wo wir manchmal abgeschnitten sind von der Natur, weil in stillen Augenblicken durch das Auge des Beobachters und durch die Ruhe, die wir in der Natur finden und die Regeneration, erkennen wir, dass alles vergehen ist, aber auch gleichzeitig neu geboren werden. Wer zum Beispiel Schwäne über Jahrzehnte beobachtet, sage ich mal 5 bis 10 Jahre, der erkennt erstens mal, dass er immer denselben Partner mit sich herumschleppt und eigentlich nie gestresst aussieht. Er freut sich immer drüber. Er legt jedes Jahr mit demselben Partner die Eier, brütet mit einer unglaublichen Hingabe so lange die Eier, bis ein Abbild von diesen wunderbaren Wesen, die da zu zweit auf dem Wasser schwimmen, herauskommt. Und sie machen das mit einer unwahrscheinlichen Hingabe an das Leben. Und so ist alles, was in der Natur ist, scheinbar vollkommen hingegeben an diese Zeit. Und so ohne Stress, auch wie dieses Bild hier auf uns wirkt, so majestätisch. Schwäne haben etwas Interessantes an sich. Sie sind so ruhig, so majestätisch, so schön, ganz anders als quakende Enten. Und doch gehören sie zur selben Familie botanisch. Sie haben sich einfach weiterentwickelt. Und wir Menschen kennen dieses Märchen von diesem hässlichen Entlein. Das ist so ein trauriges Märchen, wenn wir daran denken, wie traurig wir waren, als wir das gehört haben. Wir konnten uns damit identifizieren, dass wenn man sich nicht weiterentwickeln kann, dass man einfach falsch eingeschätzt wird und dementsprechend auch nie in dem Sinne diese Statue, diese Herrlichkeit dieses wunderbaren Schwans hier entwickeln kann. Ja, das geht um Vergehen, was ich eben gesagt habe. Es geht um Vergehen von Erfahrung, von Evolution und das Neugeborenwerden von Erkenntnis. Das begleitet uns im Ulmenbaum. Diese ganze Kraft ist eine Kraft, die aus der Ruhe kommt. Alles das, was mit Vergehen, mit Erfahrung, mit Erkenntnis zu tun hat, entsteht aus dem Zentrum der Ruhe. Und diese wiederum hat etwas zu tun mit der Umwandlung von Ewigkeit zur Zeit in den Raum rein von Strukturen und von Hergeben. Ich möchte gerne einen Abschnitt vorlesen, damit man das Hergeben besser verstehen kann. Das ist nämlich das Leitwort von Ulme. Es gibt eine Grenze zwischen dem Inneren und dem Äußeren, zwischen der Aktivität und der Passivität. Es gibt eine Grenze in jedem Ganzen. Wenn Aktivität in Passivität übergeht oder umgekehrt, dann finden wir an dem Punkt, wo die absolute Übergangssituation ist, von einem Zustand in den gegenteiligen Zustand, die Grenze. Die Grenze ist Reibung. Reibung ist ein Zustand, in dem zwei Anteile, die doch eins sind, sich voneinander unterscheiden. An dieser Grenze, durch diese Reibung, entsteht die Flamme des Lebens. An diesem Punkt stehen wir an der Wiege des Lebens und hier stehen wir auch vor dem größten Mysterium der Welt. Wenn der eine polare Anteil auf den anderen trifft, kommt es in dem Moment, wo der eine Zustand in den anderen Zustand überwechselt,
zu einem Verschmelzen beider polarer Anteile. In diesem kurzen Moment entsteht die Einheit in der Polarität. Danach jedoch wirkt wieder die Trennung. Aber in diesem kurzen Moment der Einheit, der durch das Zusammentreffen der Polaritäten entsteht, da entsteht auch das Leben. Die Polarität ist mit ihrer Grenze, die zwischen den beiden Anteilen liegt, die Wiege des Lebens. Und dieses Geheimnis könnten wir von den Blättern der Ulme erfahren, wenn sie im Winde rauschen. Doch es fehlt uns der Schlüssel, sie wirklich zu verstehen und ihre Wahrheit zu erkennen. Es ist der Schlüssel, der uns die Tür öffnet zur absoluten Ruhe. Und selbst wenn wir den Schlüssel in uns gefunden hätten und die Türe öffnen könnten, so würden wir doch noch vor der Dunkelheit zurückschrecken, die uns zunächst empfängt. Würden wir aber dennoch eintreten und sogar die Tür, die uns, wenn sie offen ist, noch mit der äußeren Welt verbindet, schließen, so würde uns das Grausen des Getrenntseins schütteln. Wenn wir auch diesen Schritt überwinden würden, würden wir die Einheit in der Getrenntheit erkennen. Aber auch hier wären wir noch nicht am Ziel. Denn nun heißt es zu opfern oder zurückzugehen, denn es ist in Wahrheit ein Zurückgehen. Und erst, wenn dieses geschehen ist, beginnt der Prozess, der die Erfahrung des Lebens in Erkenntnis verwandelt. Das Vergehen von Erfahrung und das Neugeborenwerden der Erkenntnis werden begleitet vom Geist der Ulme, der Ruhe ist. Es geht also hier um den Prozess, der die Erfahrung des Lebens in Erkenntnis verwandelt. Wir haben viele Erfahrungen. Aber wie ist der Prozess, wenn Erfahrungen zur Erkenntnis umgewandelt werden? Da sind wir erstmal in einem Raum, der ein anderer ist als vorher. Wir sind mit dem Grauen der absoluten Dunkelheit konfrontiert. Das heißt, wir wissen nichts mehr, was Erfahrung ist. Wir lassen das einen Moment los und kommen dann erst durch den Prozess, dass wir weitermachen im Vertrauen, in der Ruhe, zur Erkenntnis. Das heißt, viele Erfahrungen sammeln ist nicht das wahre Leben. Viel Erfahrung in Erkenntnis umwandeln bringt sehr viel Kraft in der Ruhe. Je ruhiger ein Mensch ist aus der Erfahrung bzw. aus seiner Erkenntnis heraus, umso weiser wird er. Und das Ergebnis von so einem Menschen ist, dass er ein Herz hat, was Freundlichkeit ausstrahlt. Einfach so. Das ist nicht aufgesetzt, das ist nicht angeübt, auch nicht trainiert, sondern diese Freundlichkeit kommt aus der Quelle seines Seins. Genau umgekehrt ist auch die Unfreundlichkeit entstanden in einem Menschen, der sehr viel Erfahrung sammelt, aber dann nicht in der Lage ist, Erfahrung zu komprimieren, zu sammeln und zur Erkenntnis umzuwandeln. Zu viel Erfahrung stresst uns. Zu viel analytisches Denken stresst uns. Zu viel Herausforderung in der Zeit macht uns alt, wir wollen unsere Erfahrung sammeln, haben aber den Mut nicht, das umzuwandeln. Davon ist jetzt hier genau die Rede gewesen. Und das ist ein rechter Prozess, es hat etwas hier zu tun, wie ich eben schon sagte, mit Vergehen und Neugeborenwerden. Doch wenn wir uns den Abschnitt jetzt vertieft haben und verstanden haben, dann verstehen wir, dass dahinter was ganz anderes ist. Vergehen heißt Erfahrung komprimieren und neugeboren werden heißt Erkenntnis ausbilden. Diese gibt mir wieder den Rahmen für neue Erfahrungen. Und so geht das immer weiter. Immer weiter führt die Zeit in den Formen zu dieser großen Fähigkeit, das Herz weiter werden zu lassen.
Denn dabei wird das Herz immer weiter, der Stamm des Baumes immer größer, die Krone immer saftiger. Und gleichzeitig, das ist das Paradoxe im Ulmenbaum geschehen, hat es auch die Krankheit, die es mit sich führt. Die Ulmenkrankheit ist immer draußen, die ist ja nicht drinnen. Aber die ist immer da, weil der Prozess der Erfahrung zur Umwandlung kommt, in Erkenntnis umgewandelt wird, bedeutet ja auch immer ein Sterben. Ja, wir haben das gelesen, was im großen Buch der Baumheilkunde im Aquamarin Verlag, heißt der Titel so, gesagt worden ist. Es spricht also vom Geschehen in den geistigen Welten. Es spricht von Zusammenhängen der Natur und der Natur des Geistes in seinen Strukturen und seinen Gesetzen. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen im Leben, dass wir immer mit Gesetzen zu tun haben, mit Strukturen. Dass aber auch die nicht ewig bleiben, sondern die immer wandeln, je nachdem wie der Zeitbereich ist. Ich habe ja schon von der Mythologie gesprochen. Im alten Griechenland waren die Ulmen die Götterboten des Hermes. Hermes auch, um anders zu reden, römisch Merkurius. Das ist der Beschützer der Kaufleute, aber auch ein Listiger. Deshalb ist er auch der Beschützer der Diebe und der hinterlistigen Händler. Der Handel selbst ist ja im Grunde genommen auch in der Wandlung und er hat nicht nur das ethisch Gute, sondern auch die andere Seite, die List. Die geflügelten Früchte, diese klitzekleinen Kerlchen, die da an den Bäumen hängen, zu Hunderten und zu Tausenden, diese sollten die Seelen begleiten, die von Hermes vor dem Weltenrichter geführt werden. Die Nymphen pflanzen zum Gedenken an die gefallenen Helden Ulmen als Zeichen. Und in Südfrankreich war die Bedeutung der Ulme für die Menschen vergleichbar mit der Stellung der Linde in früheren Zeiten. Bei uns war so ein sehr zentraler Baum auch für die Beziehungen miteinander. Ja, und da war sie der Mittelpunkt im Dorf, so wie die Linde heute auch bei uns der Mittelpunkt im Dorf ist. Unter ihr wurde das Recht gesprochen und Gottesdienste abgehalten. Und weil sie so eine Ausstrahlung von Ruhe hat, war das mit Sicherheit sehr, sehr gut. Interessant ist eben, dass diese Ulmen heute nicht mehr so häufig vorkommen. Weil wo sie sind, sind heute diese Krankheiten. Vielleicht können wir uns darauf auch noch ein bisschen biologisch konzentrieren. Die Früchte der Bergulme werden vom Wind verbreitet, sind ganz kleine, runde Kerlchen, die so dahin flattern und wenn sie auf den Erdboden fallen, beginnen sie sofort zu keimen. Sie werden bis zu 400 Jahre alt, Riesenbäume mit riesengroßen Kronen, wunderschön, haben eine unheimlich saftige Grünkraft, wenn man in sie reinkommt. Und wir alle wissen, dass diese Ulmen eben nicht mehr zu finden sind, nur noch ganz wenige Exemplare, weil sie eine Pilzinfektion haben. Das ist der Ulmensplintkäfer, der als Überträger des Schlauchpilzes gilt und der dummerweise scheinbar die Gefäße der Bäume zerstört. Und wo die Gefäße zerstört werden, ist der Fluss des Wassers gestört. Und wo der Fluss des Wassers gestört ist, ist der ganze Baum nicht mehr in der Lage zu leben. Ja? Interessant ist das auch, wenn man guckt, im Altertum war der Baum das Sinnbild für Tod und Trauer. Ich habe vorhin schon erklärt, in welchen Zusammenhängen das war. Die Edda-Sage der nordisch-germanischen Mythologie berichtet von der Entstehung der Frau aus einem ans Meerufer gespülten Ulmenstand. Also aus einem sehr alten Holz ist die Frau. Manchmal sieht man ihr das später dann auch an. Aber durch den göttlichen Einhauch ist sie dann regeneriert. Der Mann angeblich aus der Esche immer im Feuer, dem sieht man das ja auch nicht so an. Was ich hier so schön finde in der Natur, und vielleicht habt ihr das auch schon sehr häufig beobachtet, intensiv in einem stillen Moment, alles was sich weiterentwickelt, hat so eine ganz feine Art, sich dem Winde zu äußern, hinzugeben. Und so sieht man hier auch diese ganz feinen Pollen, die einfach mit dem Wind davongetragen werden und die so unwahrscheinlich wichtig sind, denn ohne sie würde ja keine Fortpflanzung entstehen. Es gab mal in meinem Leben einen sehr schönen Moment, wo ich an einem sehr ruhigen Spätnachmittag, Sommernachmittag, es war eigentlich schon Herbst, da saß und plötzlich gesagt habe, huch, der Pilz an dem Baum,
der dampft ab. Und dann schaute ich so, weil ich so ruhig war und so Ruhe hatte, genau hin. Und dann sah ich, der Pilz, dieser große Pilz an einem alten Baumstamm von einem Apfelbaum, der dampfte nicht ab, sondern der warf in Fahnen seine Sporen in den Wind. Und das bei einem ganz stillen Moment am Nachmittag in der Natur. Einerseits denkt man ja, der Pilz, der schädigt ja jetzt unsere Natur, weil er geht ja weiter, er wirft Sporen und er setzt sich an Bäume fest. Andererseits weiß man aber auch, dass gerade das Wachstum immer das Sterben hat. Aber in einem Moment, wo keiner hinschaut, lässt der Pilz seine Sporen und geht weiter auf andere Bäume über. Und das nennen wir dann die Krankheiten der Bäume. Aber die Bäume leben mit dem Aufgehen, mit dem Erfahrungssammeln, mit den Samenspenden der Welt wieder. Die leben mit dem und die würden vielleicht das gar nicht intellektuell so erklären, dass das Krankheiten sind. Und dementsprechend würden sie das ja auch nicht bekämpfen, sondern es ist ein ganz natürlicher Vorgang, der im Ganzen zu sehen ist und der im Ganzen seinen Sinn hat, so wie auch hier diese feine Bestäubung den Anfang von einem Frühling widerspiegelt. Ja, die alten Griechen, unter anderem auch dieser berühmte Dioskurides, erkannte, dass diese Bäume Heilkräfte haben, die Haut- und wundheilende Wirkung hatten, weil sie zusammenziehend sind. Und die heilige Hildegard von Bingen, von der wir erst in den 70er Jahren eigentlich sehr viel wissen, vorher hat man das Ganze fast beinahe, hat man sie vergessen, aber jetzt heilt man sie wieder groß in Ehren, hielt die Ulme als Gichtheilmittel. Sie sagte, wer im Wasser badet, das von Ulmenfeuer erwärmt wurde, der würde frei von Bosheit und erfüllt von Fröhlichkeit und guten Sinnen. Und das spricht eigentlich den Kern des Baumessenzprinzips an, vom Ulmenbaum oder das Elixier, wie wir das früher genannt haben, wie wir es jetzt anders nennen müssen. Wir nennen es ja jetzt Baumessenz, damit das Elixier als Wort kein Heilversprechen beinhaltet. Also diese Ulmenkraft im Baum, in der Baumessenz, ist tatsächlich das, was hier die Freundlichkeit so fördert, dass ja die Bosheit da gar keinen Platz hat. Ne? Wenn einer so freundlich ist, wie ich das eben vorhin erzählt habe, diese Kraft, die aus dem Zentrum der Liebe kommt, weil das Herz immer weiter wird, immer runder wird und nicht mehr das ist, was in der Mitte schwer geworden ist. Der hat natürlich gar keinen Platz für Geister der Bosheit. Ja? Der hat nur Platz für die Geister der guten Sinne. Ja, diese wunderschönen kleinen Kerlchen, die da hier davon segeln im Frühling, um sich weiter zu vermehren. Die brauchen also eben nur den Boden berühren. In der Botanik weiß man das. Und schon fangen sie an, sich zu entwickeln. Was so einfach an sich anzeigt, kann aber ganz schön schwer enden. Ja? Ein riesen Baumstamm mit einer großen Krone und wenn der dann mal fällt, dann wird es richtig einen Moment der Stille geben, nachdem dieser Baum gefallen ist. Bäume brauchen Standorte. Und zwar bestimmte Standorte. Bestimmte Erde, bestimmte Felsen, bestimmtes Wasser, bestimmtes Licht. Und an diesen Standorten können sie sich von Generation zu Generation über die Jahrhunderte, ja man kann sagen Jahrtausende, weiterentwickeln und ihr persönliches Bild immer weiter ausdehnen und ihre Schönheit immer mehr strahlen lassen. Sie brauchen Standorte, weil Standorte formen und gestalten nach typischer Art. So wie auch ein Mensch, der in Russland geboren ist zum Beispiel, ein typischer Mensch ist mit seiner typischen Idee und sich dann immer weiterentwickeln kann über die Jahrhunderte und Jahrtausende. So braucht ein Baum eben auch einen Standpunkt. Und diese Standpunkte bilden das Herz durch die Entwicklung, das Herz, das Zentrum des Geschehens. Sie bilden das immer weiter aus und können das immer mehr in die Welt hinausspiegeln, so wie das Herz des Baumes sich in der Krone widerspiegeln kann mit den verschiedenen Blättern. Aber es kann auch den Standort widerspiegeln anhand der Form, wie nachher durch das Wachstum seine Grenze sich zeigt, zum Beispiel seine Rinde. Und so hat der Ulmenbaum natürlich andere Strukturen in der Rinde, ist ja auch ein anderes Absterben der äußeren Grenze in der Auseinandersetzung mit der Polarität, als zum Beispiel bei einem Ginkgo. Diese Grenzen haben sich eben formal zu bilden durch die Standorte,
Sie haben sich zu strukturieren und sie haben sich abzugrenzen. Und diese Standorte formen auch die Typen des Baumes, die Entwicklung des Baumes über die Jahrtausende, so wie sie auch den Menschen formen. Ja, in der Baumheilkunde kann ich immer sagen, das ist ein typischer Ulmenbaum oder es ist ein typischer Ginkgobaum oder der hat Krankheiten, die sich in diesem Bereich widerspiegeln. Das kann ich sagen. Zum Beispiel ein Ulmenbaummensch wird früher oder später immer mit der Zeit Probleme haben. Und er wird, je mehr er Druck hat, umso unfreundlicher wird er eigentlich. Was nicht heißt, dass er nach außen relativ freundlich aufgesetzt ist. Das hat er inzwischen gelernt. Aber wer den Ulmenbaum genau durchschaut oder die Freundlichkeit kennt, wo sie herkommt, der kann auch so den Ulmenbaummensch erkennen. Bäume spiegeln sich im Menschen und Menschen spiegeln sich in den Bäumen. Man muss es nur genau beobachten und man muss sich eine Struktur gönnen, damit man das erkennen kann, damit man das auch verändern kann, als Heilmittel einsetzen kann, auch als Therapeut. Ich habe jetzt hier gerade einen Menschen gezeigt im Spiegel des Baumes. Aber ich zeige auch jetzt gerne nochmal so ein wunderschönes Blatt. Hier sieht man, wie wunderschön klar die Linien sind. Diese Ausstrahlung, diese Strahlung, die entstanden ist durch das Wasser, welches sich nach bestimmten Lichteinflüssen aufrichten wollte und in einen bestimmten Fluss kommen wollte. Diese Blätter, diese Bäume, diese Stämme, diese Rinde, die wir gesehen haben, sie bilden sich nach ihren Urvätern und Urmüttern, das ist selbstverständlich, ja, aus ihrem Samen, der auf die Erde gefallen ist. Und sie wiederholen sich und sind doch vollkommen neu und individuell in ihrer Zeit. Kein Baum gleicht den anderen, kein Mensch gleicht dem anderen, keine Krankheit gleicht der anderen, selbst wenn wir sie gleich benennen. Sie sind individuell in ihrer Zeit, mitten in der Ewigkeit. Und daran glauben wir kaum, an den letzten Satz, mitten in der Ewigkeit. Wir finden das poetisch, ja, wie manche Leute meinen Text furchtbar poetisch finden, aber fast abgehoben, weil wir das gar nicht hören wollen. Wir wollen das eigentlich nicht hören. Es ist nicht relevant. Es ist nicht so etwas, was wir anfassen können. Und wir können auch nicht so gleich damit Umsätze machen. Ja? Wo ist der Gewinn, wenn ich von der Ewigkeit rede? Wo ist er? Aber das, was wir hier sehen, diese Samen, die sind für die Ewigkeit, mitten in der Zeit. Nur einen kurzen Moment, 300-400 Jahre, kann aus so einem Samen ein Baum werden. Aber dadurch, dass sie sich immer weitergeben, arbeiten sie immer für das höchste Prinzip der Ausdehnung des Geistes in dieser Natur. Und ein Mensch ist nichts anderes. Ein Mensch müsste auch realisieren, dass er genau das macht. Es kommt irgendwo her, wenn wir solche Fähigkeiten entwickeln, wie Kasparov, der im Kirschbaum der Spiegel ist. Er sagte, als er noch jung war, ich konnte Schach spielen, bevor ich eine Ahnung vom Leben hatte. Als ich mit den Tücken des Daseins konfrontiert wurde, gab es keine Situation, die ich nicht vom Schach her kannte. Und er hat auch eine Biografie geschrieben, wo er vermittelt, dass man mit dem Schachspielen uns selbst weiterbilden kann und dass man mit diesen ganzen Erkenntnissen über das Schach sein Leben meistern kann, vor allen Dingen in der Strategie und der Taktik, um Spiele zu gewinnen, um den Gegner zu besiegen, um den König schachmatt zu machen, also zu töten. Ja, da hört man schon, das ist ein Spiel, was eigentlich ein Ernst ist, es ist ein Kampf. Wer ist der Stärkere? Es geht um Schwarz und Weiß, es geht um die Polarität, es geht um die Auseinandersetzung im Krieg. Aber es ist doch viel schöner, wenn die Männer auf einem kleinen Brettchen Krieg spielen, als wenn sie da draußen irgendwelche Späße machen, ne, die dann entarten und dann wirklich zu sehr großer Gewalt führen. Deswegen war ja sowas gar nicht so schlecht, dass der Mensch anfing, Schach zu spielen, überhaupt zu spielen, weil diese Herausforderung, den anderen zu beherrschen, dann eine Ventilenergie war für die Gewalt. Die Gewalt, die durch Frustration entsteht. Kasparov im Kirschbaum, Nummer 9. Aber doch bitte William Shakespeare in der Ulme, denn wir sind ja in der Ulme.
Wir brauchen einen Menschen, der den Baum widerspiegelt, mit all seinen Krankheiten, mit all seinen Tätigkeiten, mit seinem Werk, damit wir diesen Baum richtig verstehen können, damit wir auch seine Heilkraft besser verstehen können. William Shakespeare war einer der größten Dichter. Wir haben heute sehr viel von ihm. Man zitiert ihn rundweg überall, wo es auch immer geht. Wir wissen so viel von ihm, eigentlich gar nicht. Aber wir wissen so viel von ihm, weil wir so viele Stücke kennen. Ja? Wir gehen auf das heute nicht genau ein, aber wir sagen, er ist derjenige Mensch im Spiegel des Baumes. Der Mensch im Spiegel des Baumes, der uns die Möglichkeit gibt, die ganze Natur besser zu verstehen. Das Baumrad mit den 25 Bäumen, mit den 25 Heilmitteln für 25 große Krankheiten oder Charakterverbiegungen oder Konflikte des Menschen oder 25 Heilmittel, die das Gehirn entwickeln, die den Konflikt überwachsen lassen oder auch Krankheiten zur Heilung bringen. Damit beschäftigen wir uns ja hier schon die ganze Zeit. Wir haben hier das Kirschbaum-Elixier und wir haben hier das Ulmenbaum-Elixier. Im Ulmenbaum müssen wir immer realisieren, dass wir das Ganze vor uns haben. Das heißt, der eine Baum unterstützt den anderen Baum und die arbeiten alle miteinander. Im Ulmenbaum haben wir die Zahl 18. Das ist unsere mathematische Grundlage, die Zahlen. Es geht nicht um Numerologie, sondern es ist unsere mathematische Grundlage, damit wir in diesem System gut jonglieren können, ist die Quersumme 9. Und wir haben zwei Positionen im Diagramm. Einmal im Feuerelement beim Kirschbaum und einmal im Luftelement beim Ulmenbaum. Und in diesen Kräften haben wir es mit dem Zusammenhängen zu tun, mit den Fortschritten, aber auch mit den Rückschritten. Wer Schach spielt, weiß, dass alles auf Zusammenhänge aufgebaut ist. Wer Schach spielt, weiß, dass man fortschreitet. Ohne Materialverlust geht es nicht. Und wer Schachspiel kennt, weiß, dass man manchmal Rückschritte machen muss, um Fortschritte zu machen. Das Ganze geschieht, um das Leben zu meistern, um das Ziel zu erreichen, ein Gewinner zu sein, damit man seine Entwicklung weiter vorantreiben kann. Und die Entwicklung ist im Ganzen gesehen eigentlich nur deshalb so wichtig, dass sich das Herz entfaltet. Dass etwas, was in der Mitte rund, aber schwer geworden ist, wieder rund wird und sich ausdehnt. Hergeben ist das ganze Thema. Hergeben in der Ulme. Jeder Baum hat so ein Wort, ja? Und Kirschbaum hat Schuld. Natürlich lädt man sich Schuld auf, wenn man mit dem Kampf beginnt. Wenn man den anderen Gegner besiegen wird, ja? Man lädt sich auch Schuld auf, wenn man den Kampf nicht mitmacht. Weil man sagt, ich kämpfe nicht mehr. Wenn man mitten im Kriegsgetümmel ist, kann man sich nicht hinsetzen und sagen, ich möchte nicht mehr kämpfen. Ja? Wir denken an diesen großen heiligen Gesang von den Indern, die Bhagavad Gita, wo Krishna Arjuna erklärt am Anfang des Schlachtengetümmels, ich kämpfe nicht gegen meine Brüder und Schwestern, gegen meine Verwandten. Und er aufgeklärt wurde und den Kampf begann. Und wie er das alles durch Schulung von Arjuna zu einer Vollendung brachte. Dieser Kampf baut sich auf zwei große Säulen auf, die Strategie und die Taktik. Dazu brauche ich Klugheit. Als Baum brauche ich dafür einen guten Platz, eine gute Genetik, eine angenehme Natur, die für meinen Baum passt, ja. Und dann kann ich das Ganze machen. Aber ich muss auch Widerstände angehen können. Ich muss irgendwelche Gerbsäuren entwickeln, damit die Rehe nicht kommen und mir alles abfressen. Ich muss gewisse Dinge machen, um groß zu werden als Baum. Das muss ich einfach, sonst kann ich es nicht tun. Und ich muss immer wieder auch Dinge hergeben, um zu wachsen. Bei den Bäumen kann man es wunderschön sehen, was geben sie am meisten her im Herbst. Das Herbstlaub zeigt es. Die Blätter, immer wieder die Blätter, damit sie sich total in sich zusammenziehen können, was wiederum eigentlich nichts anderes als die absolute Ruhe in der Betriebsamkeit der Natur. Diese Hergabe in der Natur, die ist so unwahrscheinlich wichtig und um die geht es auch heute Abend. Das zu verstehen ist ganz, ganz wichtig. Aber es geht auch um das Hergeben richtig zu verstehen, um die Strategie und die Taktik, wie ich überhaupt zum Sieg komme, um die Evolution meines Lebens voranzutreiben. Ja?
Und wieder mal am besten zu verstehen, ist das, was uns hier krank macht im Spiegel, ist das jetzt eigentlich hier, wenn wir uns das Universum mal so ein bisschen stichwortartig anschauen. Man sagt alles, die Astrophysiker sagen, alles ist mal mit einem riesen Boom, ist das mal in die Welt gesetzt worden. Und man nennt das auch heute den Urknall. Und daraus ist Helium und Wasserstoff entstanden, die ersten beiden Elemente. Und die waren wohl irgendwie im Streit miteinander, schätze ich mal. Denn sie haben Liebe gemacht und Lithium entwickelt. Sie haben sich getrennt. Und durch diese Reibung miteinander, dass sie nicht voneinander loslassen konnten, wie ich hier beschrieben habe, kam das Feuer und es entstand Lithium. Und dann entstand Beryllium und dann entstand Bor und so weiter. Und so vielen diese ganzen Elemente, die plötzlich da waren, ja aus dem Urknall, aus dem einen herausgeschossen, fielen miteinander in Streit. Und durch den Streit wurden sie immer schwerer und durch das Schwererwerden wurden sie immer mehr streithafter und wurden immer schwerer und ja, alles hat eigentlich mal mit diesem großen Knall angefangen. Ne? Dieser Streit in ein Schachspiel gespiegelt ist eigentlich keine schlechte Idee. Aber der Streit auch in eine Form zu spiegeln, die dabei Gewinn hat, dass sie sich immer weiterentwickelt und immer mehr Fähigkeiten entwickelt, Energie der Liebe in das Wesen hineinzubringen, dem sie begegnet, das ist die Strategie der Natur. Das ist die Strategie des Baumes. Das ist auch die Strategie eines wahren Menschen, wenn er diesen Zusammenhang versteht. Aber eigentlich ist alles dieser Kampf, weil alles aus einem großen Bumm, aus einem riesen Knall, ja, aus einem Schrei Gottes herausgefallen ist. Das ist doch interessant. Und der Mensch ist der Einzige, der sich über das nachdenklich bewusst wird, dass es etwas auf sich hat mit dem Ganzen, dass es einen Sinn macht. Der Mensch ist aber auch der Einzige, der durch das ganz bewusst auch erkranken kann. Er kann sagen, ich mache mit diesem Mist hier unten nicht mehr mit, ich gehe raus aus der ganzen Sache. Der Mensch ist der Einzige, der sich in einen Konflikt verfangen kann und dort sich verlieren kann. Und dann braucht er das Heilmittel des Baumes. Weil das Herz des Baumes, welches in den Blättern hineingespiegelt wird, ihn dann wieder zur Vernunft bringt. Und zwar nicht intellektuell, sondern vom Fließen seines Wasserelements. Wenn das Fließen wieder so hingerichtet wird, dass es zum Licht strebt, zum Licht des Bewusstseins, das Wasser strebt ja im Baum, immer zusammen eine Einheit zu bilden mit dem Licht. Sonst könnte es ja unten bleiben, ne? Aber Wasser hat irgendwie so eine ganz merkwürdige Sehnsucht, sich immer mit dem Licht zu vereinen. Und das macht es ja auch über den Baum. Und dadurch kommt die Lichtkraft mit dem Wasser in dem Blatt durch die ganze Struktur dann in Vibration über das Hämopathikum zur Heilung für uns im Wasserelement. Im Wasser, welches nach Licht strebt, mehr oder weniger abgelenkt, ja, durch den Konflikt. Ja, wir haben das gesehen. Das ist das universale Bild, was wir heute sehen können. Das ist noch nicht lange her, dass Menschen sowas sehen können. Wir können heute, dank Galileo angefangen und den großen Physikern Isaac Newton und Einstein, können wir diese unglaubliche Kraft entwickeln, einfach mal da weit in das Universum reinzuschauen. Und wir wissen heute, wie das alles so geht. Wir glauben, das zu wissen. Wir können auch ganz klein reinschauen. Wir können in das Atom reingucken. Und seit ein paar Jahrzehnten, wissen wir, dass wir, weil wir so tief in das Atom reingeschaut haben, dass das, was ich hier als Modell habe von Argon 18, einem Edelgas, dass das ja eigentlich nicht Materie ist, sondern das ist auch nur Schwingung. Das ist nur eine Botschaft an das Universum. Und ob das Universum klein ist, wie in einem Pilz oder in einem Baum oder in einem Menschen, es ist immer eine Information, eine Botschaft. Und die vibriert. So vibrierend wie der Pilz im Sonnenlicht an einem Herbsttag vibriert und dann, weil es alles so still ist und alles so gelöst ist, dann im richtigen Zeitpunkt seine Sporen in die Welt entlässt. Also es geht hier um Hergeben, genauso wie ich das eben auch erklärt habe mit dem Pilz. Es geht um dieses enorme Prinzip des Hergebens, ja. Dieser Pilz ist nicht gequetscht worden, der ist auch nicht geschüttelt worden von mir, der stand auch nicht unter Druck durch den Apfelbaum, sondern der hat einfach im richtigen Moment das einfach losgelassen, ja.
Aber das Loslassen ist es nicht, sondern es ist das Hergeben. Und hier sieht man wieder die Sprache. Die Sprache ist eine unwahrscheinlich wichtige Sache, denn was ist das Gegenteil von, was ist der Unterschied zwischen Loslassen und Hergeben? Darüber müsste man nachdenken. Aber im Moment mal nicht, weil wir haben das nachher alles sowieso als Antwort im Buch erklärt. Im Moment gucken wir mal, was ist das für ein Mensch, der eventuell ein Heilmittel von diesem Blatt braucht. Und was macht dieses Heilmittel? Das ist ein Mensch, der eigentlich ganz tief in seiner Wesenheit die Idee hatte, freundlich zu sein. Das hatten wir übrigens alle mal. Ne? Als wir jung waren, waren wir freundlich. Ne? Zum Beispiel auch Tiere sind unheimlich freundlich. Habt ihr vorhin gesehen, diesen kleinen Hund hier, wie freundlich der ist. Ja? Der hat noch nicht so schlechte Erfahrungen gemacht und am Anfang ist man immer unwahrscheinlich freundlich. Besonders vor der Geschlechterentwicklung ist man super freundlich. Ja, dann kommt ja dieser ganz große Eingriff in die Polarität, wo dann wieder diese Grenzen sind. Dann wird es dann nur noch freundlich zu bestimmten Leuten. Und dann später gar nicht mehr freundlich, weil die könnten ja irgendwas von mir wollen. Und ich brauche alles für mich selbst, weil ich bin sowieso am absterbenden Ast. Ja? Also Freundlichkeit ist die höchste Energie und die braucht sicherlich kein Heilmittel. Aber immer wenn das alles abstürzt durch das Leben, durch die raue Zeit, durch das gefährliche, gewaltsame Spiel hier um den Sieg, dann verändert sich diese Energie. Die wandelt sich. Und was überbleibt, ist nur noch Struktur von dieser Kraft. Es ist nur noch Struktur, wenn wir Glück haben. Es ist eine strukturierte Freundlichkeit, die nichts mehr mit der wahren Freundlichkeit zu tun hat. Aber immerhin besser strukturiert freundlich als gar nicht freundlich. Ne? Und die kippt dann ab und wird dann zu einer ziemlichen Unfreundlichkeit, je nachdem, wie man da angegriffen wird. Das ist die Tugend, aber auch natürlich der Schatten. Und die macht Krankheiten in unserem Gebaren. Dafür ist das Baumelixier dann hilfreich. Jetzt könnte man auch noch sagen, es gibt Konflikte, nicht nur geschwächte Tugenden. Es gibt biologische Konflikte. Das sind Prüfungen, Kinderkrankheiten, Krankheiten, die der Mensch durchmachen muss, damit er wirklich sagt, ich kann es, ja? Und da gibt es den Konflikt des Liebeskummers. Das ist ein ganz schwerer Konflikt. Ein sehr trauriger Konflikt. Und der wird hier erklärt in der Orientierung der Partnerschaft. Der kleine Vogel im Ei wächst langsam und stetig voran und ist die Schale noch nicht bedrückend und eng, so schlummert er, geborgen in einem für ihn zum Schutz geschaffenen Raum, träumend vor sich hin. Jedoch die Lebenskraft treibt die Entfaltung voran und bald schon wird es dem geflügelten Wesen sehr unbehaglich und eng. Dann kommt der Moment, wo die Schale es nicht mehr halten kann, und alles, was innen geborgen war, ist nun durch einen Bruch den äußeren Kräften ausgeliefert worden. Der Vogel ist frei, doch dafür hat er auch einen vormals nützlichen Schutz verloren. Für das kleine, noch unfertige Wesen ist das Leben von diesem Zeitpunkt an ganz und gar anders geworden. Nichts wird mehr wie früher sein und vielleicht fühlt er sich in seinem Kummer ganz allein. Das ist der Liebeskummer. Genau das ist er. Alle anderen Liebeskummer, die wir gerade mal kurz im Sinn hatten, als ich das Wort sagte, hat damit nichts zu tun. Es ist nur eine Widerspiegelung von einer Widerspiegelung von einer Widerspiegelung. Für das kleine, noch unfertige Wesen ist das Leben von diesem Zeitpunkt an ganz und gar anders geworden. Nichts wird mehr wie früher sein. Und vielleicht fühlt er sich in seinem Kummer ganz allein. Immer wenn der Mensch eine Dimension vollkommen durchwirkt und durchlebt hat, dann passt sie auch nicht mehr zu seinem weiteren Entwicklungsgang. Und deshalb hat er die Räume zu wechseln. Es machte keinen Sinn mehr, dass dieser kleine Kerl im Ei sitzt. Ja? Das macht keinen Sinn. Da kann er höchstens faul werden. Und so wird der Mensch natürlich im Ulmenbaum, wenn er das Elixier braucht, wenn er ein bisschen zu faul wird, ist es ziemlich gefährlich, ne? Dann altert er und stirbt, bevor er diesen neuen Vorgang der Freiheit überhaupt zu aktivieren weiß. Ja? Das, was ihm vorher Schutz zu schenken vermochte, ist nun auf eine seltsame Weise nicht mehr vorhanden. Es scheint zerbrochen zu sein.
Der schützende Raum, wie im vorher beschriebenen Bild des Eis, ist nur noch wie eine geborstene Schale, die niemand mehr umhüllen kann. Übrigens, Liebeskummer, auch Partnerschaften können solche Schalen geben, ja? Auch der Partner kann mir einen gewissen Schutz geben. Aber irgendwann ist das vielleicht nicht mehr so nötig und dementsprechend habe ich aufzubrechen. Der Mensch schaut auf das, was von seinem Glück noch übrig geblieben ist, und er kann den Versuch oft nicht lassen, den einstmals guten Zustand versuchsweise wiederherzustellen, indem er geschützt wie in einer Schale war. Er versucht also am liebsten, die kleinen Schalenstücke wieder zusammenzukleben und sich dann da wieder reinzusetzen und so zu tun, als wäre das gar nicht passiert. Kann man auch in der Partnerschaft und kann man auch am Arbeitsplatz machen. Er benimmt sich, als wäre er der kleine Vogel, der versucht, die zerbrochenen Schalen wieder um sich herum zu sammeln. Es gibt keine Macht der Welt, die das, was war, zu neuem Leben berufen kann. Denn die Zeit kennt keinen Rückwärtsgang. Die Formen wandeln sich, geben sich hin, um das im Inneren verborgene Leben nach außen in eine neue Dimension zu entlassen. Und hier spreche ich jetzt wieder von dem Pilz, der das entlässt. Von dem Duft der Pflanze, die den Duft im Sterben hinterlässt. Ja? Die menschliche Seele fühlt sich oft wie ein kleiner, gerade aus dem Ei entlassener Vogel. Und der Zustand, in dem das Wesen dann ist, ist oft ein sehr einsamer. Hier habe ich jetzt wieder die Beschreibung von dem, vielleicht fühlt er sich in seinem Kummer ganz allein. Dann kommt dieser Zustand der Einsamkeit, ja? Die Seele ist auf sich allein gestellt und voller Kummer in einer unbekannten neuen und unwirklichen Welt. In dieser Zeit jedoch hat die menschliche Wesenheit den Mut zu fassen, sich umzusehen. Und jetzt verstehen wir diesen Begriff. Denn sonst würden wir nur sagen, ja, Mut zur Freude hört sich gut an, verstehe ich eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist. Aber jetzt verstehen wir genau diesen Begriff. In dieser Zeit jedoch hat die menschliche Wesenheit den Mut zu fassen, sich umzusehen. Vielleicht sieht sie wie das Auge des jungen Adlers den Vater weit oben im blauen Lichte seine Kreise ziehen. Das ist der spirituelle Vater, ne? Der jetzt eigentlich immer da ist. Shakespeare beginnt seinen Hamlet mit dieser unwahrscheinlich interessanten Geschichte, dass sein Vater wie ein Geist ist und dass der da etwas zu sagen hat, dieser Geist. Da beginnt er sein berühmtes Hamlet-Schauspiel. Der Geist des Vaters steht am Anfang und er steht immer da. Von diesem Geist bekommt er den Einfluss. Aber von diesem Geist hat auch Shakespeare seine ganze Kraft entwickelt, eine Charaktereigenschaft, eine charakterliche Form, einen interessanten Charakter nach dem anderen zu schaffen, genauso wie wir sie alle kennen und wie wir sie wiedererkennen. Deshalb ist er ja auch so berühmt geworden mit seinen Schauspielen. Den Vater weit oben im blauen Licht seine Kreise ziehen. Und wie auf wundersame Weise geschieht es dem Jungen, dass er durch Erstaunen und Ehrfurcht gefesselt ist. Der Kummer, allein und ungeschützt gewesen zu sein, ist vergessen. Und der Blick in die Sonne wird die vormals schlummernden Kräfte befreien. Es gibt so eine interessante Geschichte von Aristoteles über die Nachteule, der Adler und die Nachteule, die ist überliefert. Damals hatte man die Natur noch so wunderschön beobachtet. Eine schöne Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Adler, wenn sie ihre Jungen aufziehen, bringen das Futter an, kommen angeflogen und schauen, wie gucken die Kleinen in die Sonne. Und wenn sie in die Sonne schauen können, werden sie sofort gefüttert. Wenn sie nicht in die Sonne schauen können, bekommen sie nichts mehr zu essen und werden nicht mehr gefüttert. Man könnte sagen, die Natur ist grausam. Könnte man sagen. Vielleicht ist es viel grausamer, halb großartig aufgezogen zu werden und dann doch abzustürzen, ja?
wenn man sehr viel Bewusstsein hat, ist das sehr grausam. Wenn man nur wenig Bewusstsein hat, ist es besser, man übt sich nochmal in einen neuen Anfang. Der Kummer allein und ungeschützt gewesen zu sein, ist vergessen durch Erstaunen und Ehrfurcht gefesselt. Das ist der Grund. Der Kummer und die Einsamkeit sind durch Erstaunen und Ehrfurcht vergangen. Also der Ulmenmensch braucht Erstaunen und Ehrfurcht als Medizin. Wer also erstaunt ist bis zum Schluss über das Leben, über die Natur, über diese Schönheit, ja? Wer Ehrfurcht hat und gefesselt ist, der hat das Heilmittel, der braucht eigentlich gar kein Baumelixier. Und wie viele Menschen sind heute abgestumpft und staunen gar nicht mehr? Dass ich zum Beispiel hier ins Internet gehen kann und mal schnell so einen Adler holen kann und euch den zeigen kann, wie er fliegt. Langweilig. Ne? Kann jeder. Dass einer mal schnell einen Brief bekommt, hier um 9:45 mal eben schnell hinschickt, das interessiert keinen mehr, das ist E-Mail-Verkehr, das ist normal. Ne, dass ich meinen Laptop hier runterschleppe und euch die ganzen Folien zeigen kann, und das habe ich alles so schnell gemacht, das erstaunt keinen mehr, das ist normal, dass Doris das kann. Das macht sie doch immer so. Ne? Dieses Erstaunen über die Dinge, über die Menschen, über die Ausstrahlung der Natur, fehlt uns alles, ja? Natürlich werden wir dadurch immer mehr gestresst, weil wir gar nicht mehr diese Ruhe haben. Erstaunen ist Ruhe. Ehrfurcht ist Ruhe. Und gefesselt zu sein von der Ehrfurcht und vom Staunen, das ist nochmal mehr Ruhe. Da kommt man gar nicht mehr raus. Wie das Wort gefesselt ja auch schon sagt, ne? Der Kummer allein und ungeschützt gewesen zu sein, ist vergessen, und der Blick in die Sonne wird die vormals schlummernden Kräfte befreien. Sehr interessant. Ganz aus sich selbst heraus geschieht es dann, dass die Größe eines geflügelten Wesens sich entfalten kann. Doch hebt der Vogel nicht bald seinen Kopf, weil er im Kummer sich und den Vater nicht erfassen kann, wird das Leben ihm durch leidvolle Erfahrung ein stummer, oft sogar grausamer Lehrer sein. Eine Ulme, wenn ich einen Menschen sehe, eine Ulme, dann möchte ich den immer am liebsten darauf hinweisen, ja? Denn es ist kein schönes Leben in der Ulme, wenn das nicht gelebt wird. Das ist ein grausames Prinzip. Kahl, wie die Inder sagen werden, Kahlkräfte werden aktiv. Und irgendwann wird der Tod den Vogel herauszulösen haben, heraus aus einer Leidenschaft, in der die Liebe sich nicht aus dem Zwang, im Kummer zu sein, befreien kann. Das ist Liebeskummer. Der Kummer und die Leidenschaft, sich ganz verlassen zu fühlen, kann die Zeit in eine Dauer treiben. Und das ist für den Geist der Stagnation immer ein großer Gewinn. Hier haben wir die Basis für sehr viel Krankheit. So ist das Wesen nach dem kummervollen Augenblick, der immer im Wechsel von einer Dimension in die andere von ihm Besitz ergreifen kann, dazu aufgerufen, eine Schranke zu setzen, sich ganz bewusst dem Lichtvollen im Leben hinzuwenden, so wie das Auge des Adlers sich nicht scheut, in die Sonne zu blicken. Das wäre die Haltung, welche Freude ins Leben bringt. Und so verjagt das lichte Wesen allen Kummer. Sehr interessant, ne? Das ist Liebeskummer. Und das ist die Konfliktlösung. Hier wird sie beschrieben. Wir müssen einfach schauen. Und das Baumelixier gibt uns den Drift, dass wir es machen können. Wir werden einen guten Traum haben. Wir werden nächteweise relaxter werden im Herzbereich. Unser Herzmuskel entspannt sich. Und die ganze Blutkonstellation verändert sich. Wir atmen wieder auf, der Sauerstoffspiegel beginnt zu atmen. Wir beginnen anders zu atmen. Hier die Prana-Energien in unseren Nasennebenhöhlen verändern sich. Ja, jede Seele ist ein junger Adler, der höher und höher steigt, mehr und mehr Kraft gewinnt, bis er die Sonne erreicht. Das sagt der Hindu-Heilige Swami Vivekananda, ein sehr berühmter Mann im letzten Jahrhundert. Damit sprach er von einem Symbol, welches schon in der alten griechischen Welt Beachtung fand. Davon habe ich euch gerade erzählt. Also es geht hier um diese Kraft, diesen Konflikt, Liebeskummer, Mut zur Freude
um diese Kräfte zu entwickeln, brauchen wir dann eben dieses Erstaunen, ne? Dieses Gefesseltsein vor dem Leben, ehrfürchtig zu sein, vor diesen ganzen Zusammenhängen, die mir dauernd gezeigt werden durch den Vater. Das sind die Kräfte, die mir helfen, diese Schwächen zu überwinden, in diesem Stress der Zeit zu sein. Denn der Mensch und die Zeit, die scheinen irgendwie miteinander ein Problem zu haben, vor allem in dieser Zeit. Aber nur deshalb, weil wir sie nicht verstehen, weil wir sie nicht huldigen, weil wir ihr nicht Ehre geben. Und das hat direkten Einfluss auf unser gesamtes Herzchakra, auf unseren Herzmuskel, auf unser Blut, auf die Regeneration unserer Zellen und die größte Steuerungszentrale unseres Herzens über den Sinusknoten ist das Gehirn. Wir müssen die Dinge anders sehen, wir müssen ins Licht sehen können. Und im Ulmenbaum, in diesem Essenzbereich, diese Verjüngung, die da stattfindet, haben wir die Verjüngung hier hinten im Hinterhaupt. Dort ist nämlich ein ganz wichtiges Zentrum, wo sich unser Sehen abspielt. Interessanterweise spielt sich unser Sehen ja nicht hier ab, sondern im Kreuzungsbereich hier hinten. Ja? Müssen wir uns ganz einfach vorstellen, wir sind ein Adler, wir sehen etwas. Ja? Durch das, dass wir einen beweglichen Kopf haben, sind wir die ganze Zeit am Schauen. Die Adlerkraft ist am besten, wenn man sie sich mal vorstellt, von der Beweglichkeit des Kopfes zum Körper hin. Warum ist der so beweglich, der Vogel? Warum hat er keine Nackensteife? Der sitzt doch eigentlich immer in frischer Luft, der müsste doch ständig Zug haben. Ne? Macht er aber nicht, der hat keinen Zug. Der bewegt seinen Kopf ununterbrochen, die Augen ununterbrochen, um zu schauen. Und daraufhin wird hinten an seiner Schwanzenergie, diese wichtige Steuerung, wird das die ganze Zeit bewegt. Das heißt also, wenn ich wendig bin und schaue, erstaunt bin und in Ehrfurcht, bin ich auch da in meinem Schwanzbereich, also unten an der Wirbelsäule, wahnsinnig beweglich. Aber das passiert nur, weil ich hier hinten sehr viel aufnehme. Ich sehe alles gleichzeitig, ja? Und ich habe keine Angst, ins Licht zu gucken und das Grausen der Dunkelheit erschreckt mich nicht. Wie wichtig ist doch für Meditierende dieser Moment des absoluten Dunkels. Und dann sogar die Gefahr, die aus dem Dunkeln kommt. Das nochmal Schwärzeste des Schwärzesten, man merkt richtig, wenn es angreift. Aber es gibt keinen Angriff. Ja? Es gibt nur das Hindurchgehen. Aber das geht natürlich nur, wenn man vorher geübt hat, in die Sonne zu schauen. Das alles findet in unserem Apparat statt, den wir Hinterhauptlappen nennen. Und ihr seht ja, hier gibt es einige Areale, die man hier einteilen kann in der Großhirnrinde. Auch alles erst neu, seit einem Jahrhundert können wir uns damit so gut auskennen. Es gibt diese Areale des Sprechens, des Riechens, der Körperbewegungen, dann des Körper räumliche Gefühl, das Hören, das Sprachverständnis, das Lesen und hier hinten das Sehen. Wie ich sehe, wenn ich wie ein Adler bin und alles miteinander verknüpfen kann, bekomme ich natürlich auch eine gewaltige Beweglichkeit in dieser Form und das muss ich automatisch auf mein Herz, was sich immer bewegt, von Anfang bis zum Ende meines Lebens und was man nicht ausschalten kann, ja? Dass sich das selbstverständlich dort auswirkt auf den Sinusknoten. Das ist ganz klar, wenn man diese Zusammenhänge jetzt sieht. Wir müssen uns nur einmal die Zeit nehmen, diese Zusammenhänge zu sehen. Und wir wissen ja auch alle, dass wir alle alt werden. Ne? Und dann haben wir diese tollen Gläser. Das erstaunt mich immer wieder, ne? Dass wir sie haben. Dass wir sie so weit entwickelt haben. Wenn wir alt werden, können wir nicht mehr so gut sehen. Weil es einfach eben mit dem ganzen Kreislauf zu tun hat, mit dem Herzbereich. Ne? Und dann haben wir unsere Möglichkeiten, das zu regenerieren. Und so ist auch das Baumelixier natürlich einzusetzen für solche Kräfte. Immer wieder schauen wir erstaunt, was wir herausgefunden haben über diese verschiedenen Areale und wie das alles miteinander zusammenhängt und wie davon unsere Gesundheit abhängt. Das ist, glaube ich, inzwischen auch jedem Menschen klar. Und natürlich, jedes homöopathische Mittel, jedes Baumelixier, egal wie wir das auch immer nennen, hat in dem Sinne immer den Einfluss auf unser Zentralnervensystem, immer auf die besonderen Areale. Und das ist ja eingeteilt in der Landkarte des menschlichen Bewusstseins, die ihr alle habt, wo ich das ganze System auf eine Landkarte bringe und wo man nur schauen muss,
welches Gehirnteil ist in Ulme, welches Gehirnteil ist im Kirschbaum und so weiter und so weiter, ja? Ich habe gerade gesehen, da müsste ich noch eins verteilen. Hier irgendwo liegt noch eins rum, das müssen wir dann mal zeigen, weil es ist wirklich sehr interessant. Diese Landkarte des menschlichen Bewusstseins bringt uns dann diese Struktur rüber. Und wenn wir jetzt gucken bei der Ulme ins chemische Element, können wir auch sagen, was der Baum braucht, um gesund zu wachsen, damit er ein gesundes Blatt macht. Denn er muss an bestimmten Standorten stehen. Und ein Mensch, der Ulme ist, muss an bestimmten Standpunkten stehen. Stehen geblieben sein oder drüber hinüber gewachsen. Ein Ulmenmensch hat mit Sicherheit Liebeskummer als Konfliktlösung in dieser Form erlebt. Vielleicht ist er aber auch drin stecken geblieben. Ein Ulmenmensch hat mit Sicherheit diese Fähigkeit, einen Herrn zu entdecken, einen Schutzgeist, der über ihm steht, eine Intuition zu entwickeln. Er hat sicherlich auch die Fähigkeit, sich auf Mentoren einzulassen, Lehrer, die einen unterstützen. Aber er hat sicherlich auch im negativen Sinn den Schatten, immer im Stress zu sein, immer unter Druck und dadurch nicht mehr in der Ruhe zu sein, in der Ruhe die Unfreundlichkeit zu entwickeln, auch wenn die aufgesetzte Freundlichkeit zunächst scheinbar noch da ist, ist immer dahinter schon die Unfreundlichkeit und entwickelt dadurch in seinem Leben diese Erkrankungen. Das geht bis ins chemische Element, in seinen Körper hinein, ja. Und bei der Ulme haben wir das Element Argon, 18. 18 ist die Zahl für die Elektronen, die hier um diese Schalen nach Bohr sausen. Ja, da sind 18, drei Schalen. Was ist Argon? Ein Edelgas. Edelgas Argon kommt hier auf der Welt praktisch nicht vor, aber dafür im Raum. Und dementsprechend müssen wir realisieren, wir übertragen das einfach frech, unwissenschaftlich. Der Ulmenbaum braucht den leeren Raum. Der braucht die Sternenwelt, die Stille der Nacht. Wenn er stille Nacht hat, was man heute überhaupt nicht mehr hat, dann geht er ein, wenn er sie nicht hat. Hat einer von euch noch stille Sternennacht um euch? Ja? Ihr seid glückliche Schweizer. Besonders privilegiert. Die letzten Mohikaner, ja? Die letzten Tage. Ja, aber überleg dir mal in den Städten, ne? Überleg dir mal, weder Stille noch Sternennacht, noch dieses eisiges Schweigen in diesem unwahrscheinlich leeren Raum. Da wissen wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr, warum sich diese Kräfte dann auch so unwahrscheinlich stärkend entwickeln können, bis 300, 400 Jahre alt. Wie kann so ein Baum existieren? Wenn diese Kraft stimmt im Verhältnis zu seinen anderen Elementen, dann kann er existieren. Und das übertragen wir auf den Menschen. Wenn diese Kraft in den inneren Raum einzutauchen existiert, verjüngt sich der Ulmenmensch ganz von alleine. Ja? Wenn er das nicht alleine schafft, dann nimmt er Ulmenbaum-Elixier und stärkt damit die Fähigkeit, diese Stille und Ruhe und Kraft des Geistes, die hier im leeren Raum ist, im Universum, sich zunutze zu machen. Ja, und in unserer Landkarte des menschlichen Bewusstseins, die ist leider nicht auf einem Zettel machbar, aber in einem Unterzettel, haben wir die Erziehungsjahre. Die haben wir uns ja mit viel, viel Arbeit hier auf diesem Teppich schon ein paar Jahre erarbeitet. Und da gilt natürlich jetzt mal reinzuschauen, wo sitzen denn die Konflikte, in welchem Jahr werden sie manifestiert? Da steht dann hier in den Erziehungsjahren, im 18. Lebensjahr, das ist die Profitierungsphase. Das Hergeben der Kindheit und Jugend wird durch die Liebe und den Schatten den Liebeskummer abgelöst. Wir wissen inzwischen, was Liebeskummer ist. Es ist das wirklich ausgesprengt werden aus dem Ei, sich einsam fühlen und dann der Sprung. Ich habe einen Mentor, ich bin erstaunt, ich bin ehrfürchtig, ich bin gefesselt vom Leben. Nur das Ausrichten auf das Erwachsensein bringt die Dinge gut voran. Hier braucht der junge, reifende Mensch Freunde und Familienmitglieder, die zu Freunden werden wollen.
Wohlwollendes Vermitteln auf dem Boden von Erfahrung gibt der Persönlichkeit einen sicheren Grund, weiterhin persönliches Profil zu entwickeln und doch auch zu wissen, dass die Vergangenheit geborgen in der Familie nicht tot und verloren ist, sondern integriert werden darf und weiterlebt. In der Liebe, die beginnt sich zu erfahren, ist Ungeduld und Begehren. Das ist natürlich jetzt dann der Liebeskummer, von dem wir dann sprechen. Doch die Weisheit im Kern der Persönlichkeit noch zusammengefaltet, bringt die Dinge auch behutsam weiter voran. Verbitterung über scheinbare Verzögerungen sind nur ein Schatten nicht gelebter Geduld in wichtigen Wandlungsphasen. Versäumnisse in der Zwischenmenschlichkeit bringen ungute Gefühle, die in Schuld verkettet werden. 18.9, das ist dann der regressive Kreis in den Baumelixier. Aufgerufen werden zur Verantwortung und Mitmenschlichkeit ist der Ersatz für die untergehende Kindheit in der gelebten Vergangenheit. Ausrichtung, Zielorientierung und Haltung ist jetzt gefragt. Das beruht aber alles auf die Überwindung des Liebeskummers. Und wir verstehen ja jetzt, was Liebeskummer wirklich heißt. Das ist also ein ganz wichtiges Ja. Und wir haben eben schon gesagt, von der Schuld gehen wir dann jetzt ins 9. Lebensjahr, denn dort hat sich auch etwas abgespielt. Wenn sich im 18. Lebensjahr was abspielt, spielt sich auch im 9. Lebensjahr was ab. Das ist die prozessorientierte Entwicklungsphase. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang des Kontinuums, das Verstehen, dass alles ein Zeitfluss ist. Das Gefühl, Fehler zu machen, wird zunächst schmerzhaft erfahren in diesem Jahr. Dann aber im positiven Fall durch die pädagogische Hilfestellung durch Eltern und Erzieher prozessorientiert umgewandelt. Denn es geht in erster Linie nicht um richtig oder falsch in der Evolution. Es ist von großer Bedeutung für unsere Gemeinschaft, das Kind in einer Weise zu unterstützen, dass es Prozesse kontinuierlich aktiv in sich gestalten kann. Prozessorientiertes Handeln ist der Grundstein für den fortschrittlichen, unbeschwerten Dienst an der Allgemeinheit und führt zur Befriedigung des einzelnen Individuums Mensch. Die Befriedigung ist hier genau das Gegenteil von Frustration. Und Frustration als Nahrung für Gewalt ist dann ja diese sehr ungute Seite in uns Menschen, die wir überall sehen können. Der Weg über die Polarität richtig, falsch, schwarz, weiß ist oft der schwierigere Weg. Er zersplittert unter Umständen die Psyche und den Intellekt des Kindes. Das wird da schon gesehen und wird dann natürlich auch später im Ulmenbaum dann negativ erlebt. Ja? Der Weg über das Kontinuum ist der einfachere. Alles fließt, die Zeit fließt und sie macht immer weiter, auch in den Formen. Die Form ist nicht tot, wir sind nicht zerstört, sondern die Zeit geht in die Ewigkeit geht wieder zur Zeit und sie macht sich immer weiter Formen, immer weiter in der Evolution, verbessert sie sich, wird immer weiter steigen, wie der Adler immer weiter höher steigt. Der Weg über das Kontinuum ist der einfachere in der Erziehung. Das Kontinuum hilft, Inspiration und geistige Expansionskräfte ungestört zu kultivieren. Das gilt auch für alte Menschen. Das Kontinuum hilft, Inspiration und geistige Expansionskräfte ungestört zu kultivieren. Wenn ich da heute an einen Mann denke, den ich hatte, ein alter Mensch, sehr gebeugt durch seine Krankheit, vollkommen skelettiert, sklerotisierte Skelett. Man nennt das auch Morbus Bechterew, ja? Dann muss man einfach sagen, wenn der Mensch das nicht als Kontinuum sieht, seine Krankheit durchlebt, über den Tod hinaus und heilt, dann ist dieser Mensch verloren. Der ist wirklich sehr krank. Wenn es ein Kontinuum ist, dann muss ich die Krankheit überwinden. Missverständnis heißt jetzt, wenn ich das missverstehe, der soll wieder so beweglich werden, dass er hier rumhüpft, über Hürden springt und Gummihupf macht? Nein, das ist nicht damit gemeint. Sondern, dass er die Krankheit nicht mit rübernimmt. Dass die im Körper bleibt. Die Verbitterung gehört im Körper.
Die Freude des Lebens gehört der Seele. Und da hilft das Baumelixier. Man könnte ja auch sagen, ach, dieser alte Knochen, der braucht ja noch Mittel, ne? Der braucht doch gar nichts mehr, das ist doch sowieso bald tot. Ja, da kann man sich aber ganz schön täuschen, wie lebendig der wieder wird. Ja, lebendig in der Seele und inspirativ und liebevoll. Und dann so viel Liebe hat durch seine Erkenntnis, durch so viel Erfahrung, dass er die Welt anders macht. Nur durch sein Dasein. Nur durch das Blitzen in seinen alten, sehr schönen Augen. Übrigens, wir haben ja auch das bei Hunden gesehen, ne? Bei ganz alten, dementen Hunden. Da kann man auch sagen, und man ist im Moment da fast geneigt, eigentlich besser einschläfern, ne? Ist ja Quälerei. Aber dann auf einmal, diese Seele macht weiter, ja? Die bekommt diesen Touch der Inspiration und auf einmal geht es wieder besser. Das lohnt sich, weil diese Seele weitermacht. Die ist weiter da. Ja, und wer an Inkarnation glaubt und wer schon viele Tiere gehabt hat, weiß, dass sie auch wiederkommen. Aber ohne Krankheit, weil sie sie noch kurz vorher in den Körper hineingebracht haben und frei sind. Was für ein herrliches Leben. Was für ein Erstaunen, welche Ehrfurcht, ne? Das ist das Kontinuum und das haben wir im 9. Bereich. Und da kommen wir jetzt auf etwas, was psychologisch interessant ist. Wenn die Frustration anhält, weil wir nicht an dem arbeiten, was ich gesagt habe, wird sich die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens erhöhen. Sehr wichtig dieser Satz. Wir bedenken heute, was auf den Straßen passiert. Da will ein Mann Kinder schützen, Jugendliche schützen und wird zu Tode geprügelt. Ja? Wenn die Frustration anhält, dann passiert das, was nachher die Gewalt in uns Menschen ist. Das ist auch psychologisch definiert. Das ist nicht von mir erfunden, deshalb steht das da. Aber das, was ich dazu zu sagen habe, ist auch das, was hier steht. Das bedeutet, dass jede enttäuschte Erwartung zwar nicht unbedingt zu einer Aggression führt, aber eine gewisse aggressive Grundstimmung erzeugt, die Nährboden für Gewalttaten ist. Auch in mir selbst. Auch zu mir selbst. Und Gewalt zu mir selbst ist immer auch Krankheitserzeugung. Mit einer Krankheit habe ich mir selbst Gewalt angetan, ja? Wenn ich sie nicht ansehe und umwandle oder sie überwachse. Diese ganz großen Menschen unserer Menschheitsgeschichte waren damit befasst, dass Gewalt sich ändert, waren damit befasst, haben studiert, wie das passieren kann. Und sie haben geniale Kräfte entwickelt, um uns der Welt nahe zu bringen, auch wenn sie schon lange tot sind, wie Leo Tolstoi hier, durch Dichtung, durch Schriften, durch Aufklärung, dass wir aus der Gewalt raus müssen. Der größte im letzten, vor 200 Jahren, also 1900 ist er, kurz nach 1900 ist er gestorben, hat ja lange gelebt, über 80 Jahre, hat Tolstoi versucht, uns das nahezubringen und wir können heute seine Schriften lesen. Auch sein Aufruf in der ganzen Welt. Er hat sich wirklich sehr stark auseinandergesetzt. Er war ein sehr unnachsichtiger Krieger. Und er war vor allen Dingen zur Materie, zur Matria, zu dem Sicht, was hart ist, war er sehr unnachgiebig. In der Gegensätzlichkeit von Materie und Geist. Sondern der Sinn seines Lebens war, der Menschheit eine Stimme durch sich selbst zu geben, dass Gewaltlosigkeit ein ganz wichtiger Akt in Zukunft werden muss. Ja, und wenn man dann ganz loslässt und sich nicht mehr über Gewalt einsetzen kann, weil es einfach zu schrecklich ist, dann nimmt man einfach eine Geige in die Hand und spielt die schönsten Melodien durch das Holz. Das hat Minuhin gemacht. In der schwersten Zeit im Zweiten Weltkrieg hat er vor den Soldaten gespielt. Auch ein sehr genialer Mensch, der wirklich loslassen konnte. Wenn sich Gewalt nicht ändert, muss man es loslassen. Und dann eine Frau, die mitten im Zentrum unserer Bäume steht, die verheiratet ist mit Jesus Christus. Eigentlich müsste da ja Jesus stehen, ne? Aber Jesus ist ja ein Heilsbringer, kein Genie. Habe ich einfach mal seine Braut genommen. Und die Florence Nightingale wollte einfach unbedingt, dass leidende Menschen, vor allen Dingen auf Kriegsschauplätzen, nicht einfach weggekarrt werden als Fallobst, als notwendiges Übel für den Krieg, sondern sie hat dafür gesorgt, dass wir ernst nehmen, bis zum Schluss, was wir da eigentlich machen, nämlich uns gegenseitig furchtbar viel Schmerzen und Tod
antun. Ja, und das geht natürlich so weiter. Man muss sich fragen, warum sind wir im Krieg? Warum gehen wir aufeinander los? Weil wir uns unterschiedlich fühlen. Unterschiedlich in der Hautfarbe, unterschiedlich in den Sprachen, unterschiedlich in den Meinungen. Und da gibt es wieder so ein riesengroßes Genie, was Gott sei Dank noch lebt. Wir können ihn angucken, er ist in Fußballstadien sogar zu sehen gewesen. Der kann heute davon sprechen und die ganze Welt verehrt ihn, weil er das durchgestanden hat. Ja? Durch seine Gewalt ins Gefängnis gekommen, hat er seine ganze Gewalttätigkeit umgewandelt und ist zur Stimme über dieses Thema geworden. Auch ein anderer Mensch hat hier versucht, wenn wir zu neuen Ufern gehen, uns Länder einfach so, sage ich mal, einfach so einverleiben wollen, dass wir bitte dabei bleiben, immer alles mit Gewaltlosigkeit zu tun. James Cook. Und ein weiterer Mensch, der über diese Gewaltlosigkeit eine Vision hatte, Gandhi. Alles Menschen, die Frustrationen kennen, in einzelnen Wesen, in ganzen Völkern, in ganzen Kontinenten und die diese Aufgabe genommen haben zu sagen, liebe Leute, es geht nur ohne Gewalt. Wenn wir das mal angucken, was wir hier für großartige Genies haben, dann können wir die eigentlich viel besser verstehen, wenn wir sie im Spiegel des Baumes setzen und den Baum natürlich im Spiegel des Menschen. Das bringt uns etwas. Hier nach 6 großen Genies gibt es dann Beethoven, der dazwischen steht und der mit den Dämonen kämpft und dabei seine großartige Musik runterbringt. Aber dabei krank wird, sehr krank, weil diese Auseinandersetzung mit den Dämonen, um Gewalt zu besiegen, in Harmonie zu bringen, macht uns alle sehr krank. Wir müssen uns von dieser Krankheit auf dem Schlachtfeld erholen. Aber wir brauchen eine ganz neue Medizin. Keine irdische Medizin, sondern eine feinstoffliche Medizin. Eine Medizin, die uns in der Seele mitheilen lässt, nicht nur unseren Körper. Denn sonst macht es ja gar keinen Sinn. Unseren Körper nur zu heilen und die Seele nicht heilen zu lassen, bedeutet, dass wir weiter in der Frustration sind, in der Zeit uneinsichtig gefangen zu sein und einfach Gewalt weiterzuleben. Deshalb brauchten wir auch eine neue feinstoffliche Medizin. Und der Kampf ging weiter. Der Kampf verlagerte sich in dem Moment, wo das Schachspiel weltweit zur Meisterschaft getrieben wurde, in einer großen Anstrengung für uns Menschen, dass der Krieg runterkommt, dass wir ihn anders handeln, dass wir ihn spielerisch umwandeln, obwohl so viel Bedrohung um uns herum ist. So haben wir also Kasparov als großes Vorbild in diesem Herunterbringen vom Krieg. Und dann haben wir noch einen, der das Ganze viel größer durchschaut, der den Teufel selbst ins Gesicht schaut, diese ganzen unglaublichen Höllenkreise, die der Mensch durchmachen muss, wenn er schon lange tot ist, dass er aufruft zu sagen, liebe Leute, macht nicht so viel Unheil, denn ihr bleibt alle beim Teufel kleben und jedes Unheil hat einen bestimmten üblen Zustand in eurer Seelenkraft nach dem Tode. Das hat er studiert, mit seinen Versen auf die Erde gebracht. Aber er ist weitergekommen, weil er Führung hatte, weil er sich angeleitet fühlte durch seinen spirituellen Geist, Beatrice, Bernhard von Clairvaux und so weiter. Und da erzählt er also nicht nur vom Teufel, sondern siehe da, beim Teufel gab es ein Loch und da kam man auf den Läuterungsberg, erzählte von den ganzen Läuterungskräften, die die Seelen auch durchmachen, berühmte Seelen durchmachen. Und weil es beim Läuterungsberg ja nicht zu Ende ist, ist er auch noch bis zur höchsten Schau gekommen. Und immer spricht er eben von dieser Umwandlung der Seele weg von der Gewalt und weg von den Klauen des Bösen. Dann wieder einer, der sich vollkommen der Gewalt widersetzt hat, indem er einen Schutzengel hatte, die Inquisition überwand und dann zur höchsten Kunst brachte, aber auch über seine Kriegssachen, die er studierte und zeichnete und anfertigte, sehr berühmt wurde. Und wieder einer steht im Krieg, nämlich mit der ganzen Gesetzmäßigkeit. Wie entsteht überhaupt Materie? Wie fällt sie ab? Wie spaltet sie sich ab? Das ist ja auch so ein Krieg, der sich ja hier in den materiellen Ebenen abspielt, nicht nur in unserem Geist, sondern besonders auch in den Elementen. Isaac Newton. Und dann, wenn keine Worte mehr ausdrücken können, was Gewalt ist oder was die Lösung wäre, Isaac Newton hat auch über Lösungen im Spirituellen gesprochen,
wenn keine Worte mehr bei uns ankommen, weil es alles viel zu hoch ist und wir doch immer wieder lieber gerne diese Frustrationen ausweiten, anstatt sie zu heilen. Da gibt es einfach immer wieder nur Musik. Johann Sebastian Bach, eine Musik in höchster mathematischer Ordnung. Wenn nichts mehr hilft, Musik für die Schmerzensreichen, wie Helen Gumon ihn benennt. Wieder nachdenken über diesen Fressen und Gefressen werden Problemkreis, über dieses nur der Fitteste überlebt, ja? Über diesen ganzen Kampf hier unten auf diesem Planeten, dieses ganze Spiel der Evolution. Da hat wieder einer bis ganz tief runtergeschaut. Er hat seine eigene Seele in Depression dabei verloren, aber hat der Welt genau gesagt, wo es längst geht. Es gibt eine Evolution, die von unten nach oben geht, und es gibt selbstverständlich im Spiegel dann, als Schlussfolgerung werden wir in den nächsten Genies sehen, eine Entwicklung, die von oben nach unten führt. Und beides müssen wir verstehen und mit beiden müssen wir die Frustrationen überwinden. Und da war wieder einer, der wahnsinnig viel mit Gewalt herausfand und mit Gewalt auch beantwortet wurde, indem seine letzten Jahre in Inquisitionshaft vermittelt wurden, Galileo Galilei, der uns dann einen riesen Quantensprung erarbeitet hat, dass wir in den Raum schauen. Wenn wir in den Raum schauen, hoffen wir auf Frieden. Aber es gibt Krieg. Wir streiten uns heute sogar schon darum, wer den Mars eines Tages bepflanzen wird und wer nicht. Und was das alles so auf sich hat, wenn man so weit in den Raum schaut, das zeigt sich auch im Spiegel, wenn man so ganz tief in die Materie schaut. Wenn man so ganz tief in die Materie schaut, wie Einstein das gemacht hat, hat man herausgefunden, dass eigentlich Materie in dem Sinne, wie wir vorher dachten, um die wir kämpfen, die wir den anderen abjagen wollen, dass das gar nicht existiert, dass das alles nur Illusion ist. Eigentlich, wofür kämpfen wir eigentlich? Ja? Die Meinungen sind gar nicht existent. Die Territorien existieren eigentlich gar nicht. Für was kämpfen wir eigentlich genau? Das alles hat sich in einem riesigen Pilz von Gewalt entladen, als wäre das das letzte Mal, weil die Menschheit so furchtbar erschrocken ist, was sie da anrichtet eigentlich. Das hat Einstein dann in uns hochgebracht, dass nämlich alles nur Energie ist und dass die Frage, wie wir unsere Energie umleiten, auch wenn wir frustriert sind, wie wir unsere Energie in Krankheiten umwandeln, dass das eigentlich das Geheimnis der ganzen Natur ist. Und da haben wir jetzt auch wieder keine Worte für. Da können wir gar nicht mehr weiterreden miteinander, weil es ist so gewaltig, dass da schon wieder jemand anders auftaucht, um uns zu entspannen. Das ist die Musik von Haydn. Also ein Genie, was im Haselnussbaum dann einfach nur Musik macht. Und jetzt sehen wir mal, wir haben diesen ganzen Kreislauf durchgemacht und jetzt haben wir wieder das Wort. Jetzt kommt das Wort wieder runter. Tolstoi hat mit Worten gesprochen, um uns von dem Frieden zu erklären. Und Shakespeare erklärt uns mit Worten, was wir alles machen können, welche teuflischen Entwicklungsgänge wir in den verschiedenen Charakteren machen können, wenn wir nicht uns inspirieren lassen, zur Tugend zu kommen. Wenn wir nicht lernen, unsere Gewohnheiten umzuwandeln. Mit einer gewaltigen Wortkraft hat er runtergebracht, was wir sind. Hat uns in vielen Dramen und Schauspielen, auch in Komödien und Lustspielen, in Sonetten gezeigt, was wir sind. Interessanterweise ist, dass er dabei fast verloren gegangen ist. Man weiß eigentlich so wenig über Shakespeare. Man munkelt sogar, vielleicht gab es ihn gar nicht. Interessant, weil die Rolle, die wir spielen, ist eigentlich nur kurzfristig in der Zeit so wichtig. Und sie scheint uns so unheimlich wichtig, dass wir sie möglichst lange halten wollen und dokumentieren wollen, dass wir auch einen Grabstein haben, wo das dann steht. Und Ahnentafeln. Aber es ist eigentlich gar nicht wichtig, was wir für eine Rolle spielen, sondern ob die Liebe gelebt hat oder die Gewalt. Die Frustration, die wiederum Gewalt entwickelt hat. Denn dann spielen wir unsere Rolle. Sonst spielen wir sie gar nicht. Sonst sind wir einfach eingesetzt für die Liebe und eigentlich im tiefsten Sinne sind wir Liebe. Und da werden wir dem Baum wieder sehr nahe. Der Baum, der in sich total ruht. Der all diese Konflikte außen gar nicht kennt, wie du ja weißt. Wie du selbst erfahren hast. Da draußen sind die Konflikte. Da drin ist Stille, Ruhe. Da geht alles von alleine zum Richtigen hin. Da haben wir uns jetzt einmal gekümmert, um diese Zusammenhänge zu sehen,
dass der geniale Mensch nicht einfach ein genialer Mensch ist, sondern dass er aufgerufen wird, seine Rolle zu spielen im Dienste für die Liebe. Und wir sind an der 18. Stelle angekommen. Wir haben 3 mal 6. 6, 12, 18. Immer wieder, in der Birke haben wir die 6, immer wieder geht es um diesen gefährlichen Kampf miteinander, der uns so unwahrscheinlich verbittert. Wenn unsere Charaktere in Intrigen und Hass und Neid mit diesen 5 Dieben der Leidenschaften konfrontiert sind. Und wenn wir uns mit dem beschäftigen, anstatt mit dem anderen, was uns weiterführt in das Erstaunen rein. Shakespeare ist dafür da, uns diese Rollen zu zeigen, mit wortgewaltiger Kraft diese Figuren aufzumalen, damit sie uns betreffen, damit wir uns in ihnen wiedererkennen oder uns auch von ihnen abwenden, damit wir wieder uns selbst sein können. Meine Rolle im Leben ist die Frage im Ulmenbaum. Die Frage muss man sich stellen, um zur Gesundheit zu kommen, was das Herz angeht, um diese Medizin wirklich auf sich wirken zu lassen. Ich habe eine Kraft in mir, eine Samenkraft, wie der Ulmenbaum diese Samenkraft hat. Und dieser Same gibt mir die Rolle vor. Das ist ganz klar. Ein Ulmensamen wird ein Ulmensamen. Ein Birnensamen wird ein Birnensamen. Es geht nicht anders, ja? Aber der Mensch kann bewusst oder unbewusst mit diesen Samen spielen. Und die Frage ist dann, wie ist das Spiel? Welche Rolle möchte ich genau spielen? Ja, welche Rolle möchte ich spielen? Genau. Und die Kunst dann, selbst verantwortlich zu sein, das hängt von seinem Vermögen ab. Das Vermögen, spiegele ich jetzt mal zurück von der 18 zu 17, das Vermögen einfach loszulassen. Und das Loslassen im höchsten Sinne, dieses Hergeben, was die eigentliche Kraft ist, das ist dann die Heilung, die mir in diesem Baumelixier als Essenz, als Hämopathikum gegeben wird, dass ich den Absprung schaffe. Denn mein Zwang, da drin zu bleiben, ist ja so gewaltig. Oder der Teufel ist so gewaltig, der will mich nicht einfach so hergeben. Ich habe von diesem Vogel gesprochen, aber im Ulmenbaum spreche ich nicht nur von diesem Adler, sondern ich spreche eigentlich auch von dem Schwan, diese Entenkraft, dass ich aus dem Opfer rauskomme, dass ich aus der Gewalt rauskomme, dass ich zu einer viel höheren Dimension komme als Schwan, dass ich Welten überwinde, dass ich dieser weiße Vogel der indischen Mythologie werde, der keine Krankheit kennt, der höchstens diese Krankheit des Todes benutzt, um sich zu verjüngen. Und mit diesem Schwan möchte ich euch mythologisch ein bisschen anfreunden. Der steht nämlich hier, um das richtig zu verstehen, als Geschichte im Ulmenbaum. Da müssen wir uns einfach ein bisschen auf Bilder einlassen. Der Austausch der Herzen. Ein Ulmenblatt treibt auf einem Fluss dahin wie der Mensch im Strom des Lebens. Es erreicht einen See und wird direkt in die Mitte getragen, wo es bleibt. Es hat da jetzt einen sehr festen Platz und doch ist es leicht und schwingt. Seine Oberfläche ist dem Himmel zugewandt, wodurch sich das eine mit dem anderen berührt. Aus dem Himmel steigt ein Schwan herab. Es trägt einen türkisfarbenen Diamanten am dritten Auge und nimmt das ätherische Doppel des Blattes auf, fliegt weit in den Kosmos hinein und landet dort auf einem Planeten, der ebenfalls türkisfarben und durchsichtig ist wie der Kristall. Der Schwan fliegt in ihn hinein, ohne auf Widerstand zu stoßen. Er strebt immer mehr in das Zentrum des Planeten. Dort landet er auf einem Felsen aus Kristall. Schwer ist es für ihn, auf diese Spitze zu landen. Deshalb bittet er den großen Geist, ihn zu zentrieren. Der Schwan, der vorher ein Adler war, weiß, dass er etwas geben muss, was vorher sein eigen war. Und während er sich betrachtet, erblickt er ein schwarzes kleines Herz in seinem Körper, das von der gleichen Farbe ist wie die Schwanenfüße auf der Erde. Als du den Weg begannst von der Erde, sprach der Geist, war dein Herz noch rot,
Doch als du dich immer weiter und weiter durch deine Flüge entferntest von deiner Heimat, erstarb das Zentrum, aus dem das physische Leben pulsiert. Und nun, wo du im Mittelpunkt des blauen Planeten deine Stütze gefunden hast, da wird dein Herz ein neues sein. Der Schwan reichte dem großen Geist sein altes Herz, das aussah wie ein grauer Stein vom Ufer des Sees, der seine Heimat war. Er gab es, und an dem Ort, wo sein Herz gewesen war, fand sich nichts mehr, was man benennen konnte. Er wurde leer auf diesen festen Platz, und der Schwan begann, seinen Kopf zum Rücken hinzubeugen. So wurde er zum Gefäß, welches bereit war, das Höhere in sich zu begrüßen. Als seine Stirn auf seinem Schwanze ruhte, da war er aufgelöst in Ruhe im Sein. Tief war er in seine Ebene hinein versunken, die nichts und niemand kannte. Da berührte das Ulmenblatt sanft seine wunde Stirn, und langsam begann auch des Schwanes Hals sich wieder aufzurichten, und er sah, als er seinen Kopf vorüber neigte, ein rosa Herz gläsern in seiner Brust. Da begann sich sein Körper nach oben zu strecken, ohne jedoch die Verbindung, die er zum Fels hatte, aufzugeben. Er wurde lang und länger, und als es nicht mehr ging, begann sich die Verbindung zu lösen. Und seine weißen Schwingen taten ihre Arbeit ganz von allein. Er flog zurück auf weißen Wolken so leicht im Äther dahin. Trotz seines langen Weges war nichts für ihn durch Mühsal bestimmt. So landete er erneut auf den blauen Wassern des Lebens. Doch diesmal sollte es ganz anders sein. Als er dem Ulmenblatt ins Antlitz sah, erkannte er nicht nur den ursprünglichen Stamm, sondern er begann für die Liebe zu leben, die leicht wie die Feder eines Schwans war. Der Geist des Ulmenbaumes hatte den Schwan auf seiner Reise durch ein anderes Erleben begleitet. Und nun, da es auf der Erde zurückgekehrt, sind beide um keine Antworten mehr verlegen. Denn hinter der Welt im universellen Bereich des Lebens sind Frage und Antwort immer miteinander vereint. Wenn der Mensch sich hinaufschwingt in die Ebene der Einheit und zurückkehrt leicht, leichter als er sie verlassen hat, dann gibt es für ihn keine Fragen mehr. Beginnt der Schwan, oder ist es der Mensch, nach seiner Rückkehr durch sein rosa Herz zu leben, ist der Tag nicht mehr fern, an dem seine Federn golden werden. Wie wäre der Schwan je zurückgekommen, hätte der Geist des Ulmenbaumes ihn nicht geweckt. Er musste von einem Zustand in den nächsten, als die Glocken an der Uhr der Zeit die Stunden für ihn erklingen ließen. Doch weil der Schwan, wie der Baum des Lebens, eine Wurzel sein eigen nennt, ist dort, wo diese steht, die Heimat in einer durch sich selbst begrenzten Zeit. Die Zeit liegt im Schoße des Unbegrenzten selbst, aber jener, der sich in ihr bewegt, erkennt die Zeichen der Zeit. Sie vertritt die Ordnung, und die Ordnung wiederum hat ihre Wohnstatt in der Struktur. Der Schwan hat seine Heimat auf der Erde, und wenn er sich aufmacht, an das Ziel hinter der Zeit zu reisen, wird er selbst in sich ohne Form. Doch seine Wurzel bleibt als Anker bestehen. Die Gestalt auf der Erde ist seine Herberge und sein Haus dort, wo auch seine Wurzel ruht. Aber nun kehrt er zurück und hat etwas verloren, doch dies ist ein wahres Glück. In der Ordnung der Struktur, in der diese Welt geboren, ist nichts wirklich verloren. Es wird lediglich ersetzt. Dieses Geheimnis kennt auch der Geist des Ulmenbaumes. Und wenn du dich als erwachter Mensch an seine Wurzeln niederlässt, um im Blätterrauschen seinem Lied zu lauschen, dann wirst du erfahren, wenn du wahrhaft wünschst, was Hergeben in seiner tiefsten Wahrheit bedeutet. Er ist sehr gesprächig, der Geist des Ulmenbaumes, und wenn er einen wahren Sucher nach Antworten auf seine Fragen
an seiner Wurzel zu sitzen eingeladen hat. Aber einem, dem nicht wirklich nach der Wahrheit dürstet, dem gegenüber bleibt er stumm. Niemand wird ihn jedoch verlassen, ohne dass etwas in des Besuchers Herzen geschah. Loslassen und hergeben, das gibt ihm die Kraft, wahrlich seiner Wurzel zu dienen in der grünen Natur. Dieses alte Holz, diese alte Struktur, die macht immer auf dem Weg, dass sie ganz alt ist und von uns abfällt, die macht uns krank, die entwickelt Krankheiten. Und Homöopathie, aber auch die Baumessenzen helfen Krankheiten, dass sie sich wieder zur Gesundheit umwandeln können. Selbst wenn der physische Leib, wie ich vorhin erklärt habe, an dem Beispiel von diesem alten Mann, nicht mehr in der Lage ist, sich total zu verjüngen, was ja gar nicht realistisch ist, ist es trotzdem sehr wichtig, dass die Energie im Zentrum des Wesens sich von dieser Erinnerung des Schwerseins und der Krankheit löst. Deshalb ist hier dieses alte Holz. Dieses alte Holz, das ist alles schon eine andere Zeit. Ja, das ist gar nicht mehr realistisch hier. Und unsere Krankheiten, die wir dann so bearbeiten mit Ulmenbaumelixier oder Ulmenbaumessenz, die sind nicht mehr real. Die sind schon geheilt. Wenn wir uns auf diesen Geist konzentrieren, der diese Kraft der Entfaltung hat, dann macht das Sinn, auch solche Krankheiten, die chronischen, zu behandeln. Chronische Blutkrankheiten, chronische Herzkrankheiten, chronische Nervenerkrankungen, die vom Herznervenbereich über die anderen Nerven des Körpers gehen, sämtliche neurologischen Erkrankungen, die durch Alter, Verbitterung oder auch durch schweren Liebeskummer entstehen. Selbstverständlich kann man nicht in 3 Tagen einen schweren Liebeskummer lösen. Ja? Selbstverständlich kann man das nicht. Deshalb muss man diese Baumessenzen über Monate, vielleicht manchmal über Jahre einnehmen. Sie sind total unschädlich. Aber sie helfen, die Energie des Menschen in seinem Gefühlsleben sich in dem Sinne, sich dort zu entfalten, wo es nötig ist. Sie helfen sehr schnell auch in Träumen. Besonders im ätherischen Leib arbeiten wir die Heilung durch den Traum. Wer Baumelixiere einnimmt, vor allen Dingen auch Menschen, die das erste Mal einnehmen, haben in der ersten oder zweiten oder dritten Nacht einen sehr wichtigen, fast überirdisch schönen oder auch interessanten oder wahnsinnig beeindruckenden Traum. Und diese Träume zeigen an, dass in der Aura sich etwas löst, sich feinstofflich klärt oder von einem abfällt. Und dann bekommt man nochmal dieses Bewusstsein. Der Schwan ist nichts anderes als das, was die indische Mythologie von diesem weisen Hansa sagt. Dieser weiße Vogel, der um die Welt geht, in der Meditation eines hingebenden Sannyasin. Der Mensch, der meditiert, entfaltet sich und wird zu diesem Vogel, der die Welt im Ganzen sieht, nicht mehr nur in seinem kleinen Areal. Und der durch jede Meditation sich wieder erfährt, was er ist, dass er ein ganzheitliches Wesen ist, und das heilt ihn. Deshalb ist Meditation ja auch die höchste Möglichkeit, um sich zu heilen, weil wir in diesen Zustand hochkommen, wie Vivekananda das auch hier über den Adler sagt. Schwan und Adler haben alle eins gemeinsam. Alle die Federviecher haben alle eins gemeinsam. Sie kommen aus einem Ei und sie gehen wieder in ein Ei zurück. Aber nicht, dass sie die Schale um sich basteln, sondern indem sie zugeben, dass es ein neues Leben nach dem alten Leben gibt, dass es ein Hergeben gibt. Ja, in diesem Sinne haben wir eigentlich jetzt alles erfasst, was Hergeben heißt. Und ich weiß, dass das eine ziemlich intensive Geschichte ist und dass wir jetzt auch verstehen, warum das Tod und Trauer ist. Aber dahinter ist die Regeneration durch das Ausdehnen des Geistes in einem ganz anderen Universum. Herzlichen Dank, dass ihr so intensiv zugehört habt. Die wichtigsten Punkte zum Vorbild- und Baumcharakter sind aufgeführt unter dem Button Mehr ansehen. Die Original-Baumessenzen, hergestellt aus der Ursubstanz persönlich ausgesuchter Bäume, sind im Shop über unsere Webseite zu erhalten. Wir freuen uns über Ihr Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat.